Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir lesen aus dem Propheten Jesaja, der über 500 Jahre vor Christi Geburt dieses seltsame, fremdartige Gedicht schrieb. Und wir stellen unsere Fragen. Das vierte Lied vom Diener Gottes aus Jesaja 52 und 53. Sieh da, meinem Knecht gelingt's. Er wächst, wird hochgehoben, wird sehr bedeutend, wenn sich auch viele vor dir ekeln. Sein Aussehen ist schlimmer als das jedes Menschen und seine Gestalt als jedes Kindes der Erde. So wird er viele Nationen besprengen und Könige hören auf, über ihn zu lästern. Denn denen nichts verkündet war, die sehen, und die nichts zu hören bekamen, begreifen. Er spross empor vor seinen Augen, wie eine Wurzel aus der Steppe. Er hatte keine schöne Gestalt, keinen Glanz. Wir sahen ihn, doch nichts, was uns gefallen hätte. Er war verachtet und Mutterseelen allein. Ein Schmerzensmann als krank erkannt, so dass man nicht hinsehen konnte. Verachtet, und keiner konnte ihn respektieren. Oh ja, er lud sich unsere Krankheit auf und unsere Schmerzen musste er tragen. Doch wir dachten, er wäre geschlagen, von Gott gestraft und geplagt. Da wurde er durchbohrt von unseren Sünden, misshandelt durch unsere Schuld. Die Strafe lag auf ihm für unseren Frieden. Durch seine Wunden geschah uns Heilung. Wir alle verirrten uns wie Kleinvieh. Und jeder sah nur seinen Weg. Doch Jahwe ließ fallen auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt, erniedrigt und protestierte doch nicht. Er wurde zur Schlachtung gebracht wie ein Lamm, und wie ein Schaf vorm Scherer verstummt er und protestierte doch nicht. Und er trug die Sünde der vielen und hat für Verbrecher gebetet. Thank you.
Lasst uns beten. Gott, du kennst unsere Not, du kennst unsere Fehler, du kennst unsere schlimmsten Sünden. Und nun hören wir hier, es soll einen geben, der trägt und heilt und betet für uns. Ach, gib uns Glauben, Vertrauen und Zuversicht in dieser seltsamen Zeit. Schenk uns deinen Geist, Gott. Amen. Kein Mensch weiß, wen der Prophet da meint. Niemand kann erahnen, was Jesaja vorschwebt, als er den gefangenen Israeliten vom Diener Gottes singt. Wer soll das sein? Und selbst wenn man es wüsste, was sollte es helfen? Warum quält Gott den, der doch in seinem Auftrag handeln soll? Was soll das? Und wer ist das? Naja, wir Christen haben möglicherweise eine Antwort, aber wer damals gemeint war, keiner weiß es. Vielleicht Israel als Ganzes, vielleicht. Aber für uns Heutige hieße das ja, Israel sollte in Auschwitz die Sünden der ganzen Welt tragen. Wollen wir wirklich diesem, unserem Verbrechen in Deutschland, auf diese scheinbar fromme Art und Weise noch einen Sinn verleihen? Ich fürchte, das steht uns nicht zu, das dürfen wir nicht. Das wäre geradezu zynisch. Also, der Gottesknecht, der stellvertretend Leidende, was überhaupt kann uns stellvertretendes Leiden bringen? Will ich denn überhaupt, dass für mich jemand leidet? Also, ich finde diese Vorstellung eher gruselig. Was habe ich vom Tod eines anderen? Was macht das mit meinen Fehlern? Die sind doch dadurch nicht verschwunden. Irgendwie funktioniert das nicht. Also zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen können. Wie gut, dass Gott es ist, der das für uns bewirkt. Dass unsere Fehler, Sünden, Hoffnungslosigkeiten, Traurigkeiten und unser Tod nicht mehr das letzte Wort über uns haben sollen. Denn es ist nicht irgendwer, der unter unseren Sünden leidet, sondern dieser Knecht, dieser Diener. Und wer von uns wollte schon sagen, er oder sie könnte Gott wirklich dienen? Was hätten wir schon, was wir Gott geben könnten? Nichts natürlich. Also, dieser Diener ist natürlich Gott selbst. Und damit ist er nicht Gottes Diener, sondern Gott als unser Diener. Gott selbst, der in unsere Welt kommt, der sich mit uns gemein macht und unter unseren Gemeinheiten leidet, um unseren Tod ins Leben zu verwandeln. Ein Schmerzensmann als krank erkannt und hat für die Sünder gebetet. Wir lesen aus Lukas 22 und 23. Nach dem Essen fingen die Schüler an, darüber zu streiten, wer von ihnen am bedeutendsten wäre. Die Könige und Präsidenten der Völker lassen sich Wohltäter nennen, sagte er zu ihnen. So soll es bei euch nicht sein. Der Beste soll sein wie der Kleinste und der Chef wie der Diener. Wer ist der Bedeutendste? Der, der am Tisch sitzt, oder der Diener? Doch wohl der, der am Tisch sitzt, und trotzdem verhalte ich mich wie ein Diener. Petrus sagte zu Jesus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und weiter zu allen, als ich euch ohne Geldbeutel, Taschen oder Schuhe losgeschickt habe, hat es euch an irgendetwas gefehlt? Nein, nie. Aber jetzt sage ich, wer einen Geldbeutel hat, soll ihn behalten, wie auch eine Tasche, und wer kein Schwert hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich eins besorgen. Ich sage euch, alles, was über mich in der Bibel steht, wird eintreten. Er wurde zu den Gesetzlosen gezählt. Was von mir gesagt ist, tritt ein.
Dann ging Jesus, wie es seine Gewohnheit war, hinaus auf den Ölberg, und seine Schüler folgten ihm. Als sie dort waren, sagte er: Betet, dass ihr nicht verführt werdet. Und er entfernte sich einen Steinwurf weit von ihnen, fiel auf die Knie und betete: Vater, wenn du willst, verschone mich von diesem Kelch. Aber nicht mein Wunsch, sondern deiner muss in Erfüllung gehen. Dann stand er auf und ging zu den Schülern und traf sie vor lauter Trauer eingeschlafen an. Was, ihr schlaft? Steht auf und betet, damit ihr nicht verführt werdet. Während er noch redete, kam eine Gruppe von Leuten und dieser Judas, einer von den Zwölfen, vorneweg. Judas ging auf Jesus zu und küsste ihn. Mit einem Kuss verrätst du das Menschenkind, sagte Jesus. Am nächsten Tag nach dem Verhör durch den Hohen Rat rief Pilatus die Oberpriester, die Obersten und das Volk zusammen und sagte: Ihr habt diesen Kerl hier als Revolutionär zu mir gebracht. Deshalb habe ich ihn hier vor euch verhört, aber ich halte ihn nicht für schuldig für das, was ihr ihm vorwerft. Herodes auch nicht. Er hat ihn zurückgeschickt. Also, er hat kein todeswürdiges Verbrechen verübt. Ich kann ihn auspeitschen und dann freilassen. Aber sie riefen alle durcheinander: Behalte ihn, gib uns lieber Barabba frei. Der war wegen eines Aufruhrs in der Stadt und eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Pilatus redete weiter auf sie ein, weil er Jesus loswerden wollte. Aber sie schrien: Nun kreuzige ihn endlich. Ein drittes Mal sagte er: Was hat er denn Böses getan? Er hat den Tod nicht verdient. Ich will ihn auspeitschen lassen und freilassen. Aber sie brüllten, er soll ihn kreuzigen lassen, und wurden immer lauter. Da beschloss Pilatus, ihr Urteil zu vollstrecken und ließ den Aufrührer und Mörder frei, wie sie gefordert hatten. Aber Jesus überließ er ihrem Willen. Zwei Verbrecher wurden mit Jesus zusammen zur Hinrichtung geführt. Als die römischen Soldaten mit ihnen an den sogenannten Schädelplatz kamen, schlugen sie Jesus ans Kreuz, wie auch die Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: Vater, verzeih ihnen. Sie wissen nicht, was sie da tun. Sie verteilten seine Kleider und losten darum. Die Leute standen herum und sahen zu. Die Obersten verhöhnten ihn und sagten: Andere hat er gerettet, jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der von Gott ausgewählte Messias ist. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm und brachten ihm Sauerwein. Wenn du der König der Juden bist, rette dich. Über ihm war eine Inschrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher verhöhnte ihn ebenfalls: Ach, du bist der Messias, rette dich und uns. Der andere entgegnete ihm: Hast du keine Ehrfurcht vor Gott, obwohl du genauso verurteilt wurdest? Wir wurden zu Recht für unsere Taten verurteilt, dieser aber hat nichts Schlimmes getan. Und an Jesus gewendet: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich sage dir Gottes Wort: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war schon 12 Uhr am Mittag, da bedeckte eine Finsternis das Land 3 Stunden lang. Die Sonne verfinsterte sich und der Vorhang im Tempel zerriss mittendurch. Jesus rief laut: Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Dann hauchte er sein Leben aus. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, war zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Gelesen, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wollen wir Gott bitten, dass auf unserer Fahrt
Friede unsere Herzen und die Welt bewahrt. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Denn die Ehre klagt uns an bei Tag und Nacht, doch der Himmel sagt uns, alles ist vollbracht. Gelesen, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu, doch der Himmel fragt uns, warum zweifelst du? Gelesen, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr, ward zum Raum des Lebens, ist von Früchten schwer. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Lasst uns beten, wie es uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns der große und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.